Komme in eine einfache, bequeme Sitzposition, wie zum Beispiel Sukhasana. Falte deine Hände und bringe sie in Anjali Mudra oder Namaste vor dein Herz. Und lass uns unsere Übungsfolge mit einem uns verbindenden Om eröffnen, bevor wir weitergehen und die fünf Bewegungen von Prana, der Lebenskraft, symbolisch aktivieren. Arme kommen nach oben. Om Prana Swaha. Om Apana Swaha. Bring deine Arme weit zur Seite. Om Vyana Swaha. Om Samana Swaha. Om Nudana Swaha. Dann bring diese Balance in dein ganzes Wesen, Sein. Arme kommen nach oben. Om Prana Swaha. Om Apana Swaha. Om Vyana Swaha. Dann zieh alles zurück in dein Zentrum. Om Samana Swaha. Heb deine Arme in Lotusposition zum Himmel. Om Nudana Swaha. Arme kommen nach oben. Om Prana Swaha. Durch die Mittellinie nach unten. Om Apana Swaha. Om Vyana Swaha. Om Samana Swaha. Heb deine Arme in Lotusposition zum Himmel. Om Nudana Swaha. Swaha ist der Sanskrit-Ausdruck für Selbst. Und somit widmen wir diese Aktivierung unserem Selbst und authentischen Wesen. Ich feiere die aufsteigende Energie in meinem Leben. Ich ehre die erdende Kraft des Loslassens und der Reinigung. Ich danke meiner Energie des Wachstums, des spielerischen Erforschens und der harmonischen Verteilung. Ich achte mein Zentrum, die Möglichkeit der Aufnahme und Verdauung. Ich verbeuge mich vor der vereinigten Dynamik meines größeren Selbst. Dann komm zum vorderen Ende deiner Matte und rolle langsam Wirbel für Wirbel zurück auf deinen Rücken und komm zum Liegen. Von deinem Zentrum nimm ein Bein nach oben und dann das andere, so dass beide Knie direkt über deinen Hüften sind. Bring deine Arme weit zur Seite, atme aus und mit Kontrolle bring beide Knie zu deinem rechten Arm. Entspanne dich, verlängere deinen unteren Rücken, lass dich von der Erde tragen, lass los. Atme. Wenn möglich, lass beide Schultern fest am Boden. Entspanne deinen Nacken und dein Kiefer. Wechsle die Seiten. Sende deinen Atem hinauf zu deinen seitlichen Rippenbögen und spüre, wie sich dort die Muskeln weiten und wieder entspannen. Lass uns nun das Ganze etwas dynamischer machen. Atme aus und bring deine gebeugten Beine zurück zur Mitte. Atme ein und atme aus und bring sie beide auf die andere Seite. Beginn nun hier zu fließen. Einatmen Mitte, ausatmen mit Kontrolle, komm zur Seite. Versichere dich, dass du diese Bewegung direkt aus deiner Mitte strahlen kannst und dein Nabel fest zu deiner Wirbelsäule gezogen ist.
Dann zieh beide Knie zur Brust und entspanne dein Kreuzbein und den unteren Rücken, indem du dich hier vorsichtig von Seite zu Seite bewegst. Dann kreuz deine Unterschenkel und komm wieder zum Sitzen. Und dann auf Hände und Knie. Deine Schultern rollen zurück und deine Hände erden sich wie Wurzeln in den Boden. Atme tief aus deiner Mitte aus und drück dich zurück in den abschauenden Hund. Deine Füße sind hüftbreit, deine Fersen sinken zur Erde, die Innenschenkel rollen zurück und die vorderen Rippenbögen ziehen sich zusammen, aber bleiben gleichzeitig ganz weich und beweglich. Dann komm mit deinen Füßen zum vorderen Ende der Matte, fließ von Seite zu Seite. Einmal sind die Fersen rechts, dann links. Beug deine Knie, sollte dies notwendig sein. Spüre, wie deine Hüften und dein unterer Rücken loslassen können und komme so weit vorwärts, bis deine Zehenspitzen direkt hinter deinen Handgelenken sind. Greif zu deinen Ellbogen und für ein paar Atemzüge baumle hier ganz entspannt. Lass deinen Nacken los, entspannen. Dann lass deine Ellbogen los, deine Arme sinken schwer zu Boden und langsam rolle Wirbel für Wirbel nach oben und komm zum Stehen. Bereite dich auf eine Rückwärtsbeuge im Stehen vor. Füße hüftbreit. Gib deinem Kreuzbein viel Platz, indem du deine Innenschenkel nach hinten und außen rollst. Lege deine Handfläche mit den Fingern nach oben auf dein Kreuzbein. Nimm deine Schultern zurück und zieh deine Ellenbogen zur Mittellinie. Schließ die vorderen Rippenbögen und nimm den Nabel zur Wirbelsäule. Einatmen. Heb dein Herz hoch zum Himmel, während du durch den Druck deiner Hände dein Kreuzbein tiefer in den Körper sinken lässt. Deine Hüften kommen ein klein wenig nach vor. Mit der Einatmung komm zurück nach oben zum Stehen. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen, die Arme kommen weit nach oben. Ausatmen, flieg nach unten, weite Flügel. Einatmen, heb das Herz hoch. Ausatmen, fließ tiefer in Uttanasana. Einatmen, komm halb hoch, heb dein Herz. Und ausatmen, drücke deine Hände fest in den Boden. Uttanasana. Einatmen, komm halb hoch, lass dich von deinem Herz führen. Und von deiner Mitte strecke dein rechtes Bein nach hinten, die Hüften sind parallel. Steig mit Kontrolle nach hinten in Ajayanasana. Atme ein, runde deinen oberen Rücken. Ausatmen, deine rechte Ferse zieht zurück, das hintere Bein ist ganz gestreckt. Linkes Knie zieht nach vorne. Aktiviere Mula und Uddiyana Bandha. Lass die Energie nach außen fließen und arbeite mit den Polaritäten. Dann setz beide Hände an die Innenseite deines linken Fußes, aber behalte die Weite in deinen Beinen und lass die Wirbelsäule lang. Vergewissere dich, dass du die linke Hüfte nach hinten und zur Mittellinie ziehst. Bleib hier, aber wenn möglich, dann vertiefe und lege deine Unterarme entweder auf einen Block oder bring sie direkt auf den Boden. Dann löse die Haltung und komm in Adho Mukha Svasana. Dein rechtes Knie und Unterschenkel liegen am Boden, erde deine linke Schulter und nimm sie zurück tief in den Körper hinein, während du deinen linken Arm nach oben bringst. Atme hier tief ein und ausatmen, zieh dein Knie hoch. Einatmen, setz es wieder ab. Ausatmen, zieh es nach oben, benutze die unteren Bauchmuskeln. Einatmen, komm nach unten. Fließe hier weiter mit deinem Atem und vergewissere dich, dass beide Schultern direkt übereinander stehen und dass du mit deiner rechten Hand und deinem linken Fuß sicheren Bodenkontakt hast. Noch ein paar Wiederholungen. Löse die Haltung, komm nach unten und steig zurück in den abschauenden Hund. Vom Nabel lass eine Welle über die Wirbelsäule nach vorne rollen und fließ in die Planke. 3 Chaturanga Push-Ups. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, abschauender Hund. Lange tiefe Atemzüge. Lass den Kopf los, langer Rücken, die Hände fest geerdet. Linkes Bein zur Mitte der Matte. Einatmen, rechtes Bein zieht nach hinten und oben. Bringe es nach vorne zu deinen Händen und strecke dein hinteres Bein. Wir beginnen hier wieder mit den pulsierenden Bewegungen. Einatmen, runde den oberen Rücken, zieh alles in deine Mitte, dein Nabel ist aktiv. Ausatmen, arbeite mit den Gegensätzen, die dir helfen, deine Stabilität zu finden, indem du deine linke Ferse und dein rechtes Knie voneinander wegbewegst.
Dann setz beide Hände auf die Innenseite deines rechten Fußes, um wieder die Hüften zu öffnen. Finde wieder die Länge, lange Wirbelsäule. Um zu vertiefen, Unterarme auf einem Block oder auf dem Boden. Zieh dein Herz noch weiter nach vorne und weite die Schultern, um tief in deine rechte Hüfte zu arbeiten und den linken Psoas zu dehnen. Atme. Dann komm wieder nach oben auf deine Hände. Steig zurück in den abschäumenden Hund und vom Nabel lass eine Welle über die Wirbelsäule laufen. Komm nach vorne in die Planke. Und dann in einer fließenden Bewegung in Adho Vasisthasana. Linke Hand am Boden, linkes Knie und linker Unterschenkel berühren die Matte. Finde in dieser Haltung deine stabile Basis. Beide Arme übereinander in einer langen Linie. Erde die Außenkante deines rechten Fußes. Einatmen und ausatmen. Heb dein linkes Knie nach oben. Einatmen, bring es zurück zur Matte. Wir wiederholen das Ganze insgesamt 9 Mal. Denk daran, die ganze Zeit deine Schulter zurück ins Gelenk zu ziehen. Dann bring deinen oberen Arm zur Matte zurück und drück dich in den abschauenden Hund. Roll nach vorne in die Planke und fließe direkt in Chaturanga. 3 Chaturanga Push-Ups. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, abschauender Hund. Pulsiere hier sanft mit deiner Atmung. Schließe deine vorderen Rippenbögen und zieh den Nabel zur Wirbelsäule, um zu verhindern, dass du in den unteren Rücken fällst. Ende der nächsten Ausatmung, beug deine Knie und spring mit Leichtigkeit nach vorne in Adho Uttanasana. Einatmen, weite Schlüsselbeine. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, Samasthiti. Bereite dich auf die Rückwärtsbeuge vor. Erde dein Kreuzbein. Einatmen, heb dein Herz hoch. Ausatmen, vertiefe. Einatmen, verlängere die Wirbelsäule, während du dein Brustbein hebst. Ausatmen, tauch tiefer ein. Wenn möglich, lass deinen Kopf sanft nach hinten fallen. Offenes Herz, weite Schultern. Einatmen, komm wieder nach oben. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen, Arme kommen nach oben. Ausatmen, tauch nach unten und lass dich von deinem Herzen führen. Einatmen, Adho Uttanasana. Heb dein linkes Bein und steig zurück in Ajayanasana. Pulsiere hier wieder. Einatmen, runde den oberen Rücken. Ausatmen, das Herz zieht nach vorne. Lass die hintere Ferse fallen, rechte Hüfte zurück zur Mittellinie. Vertiefe, indem du auf deine Unterarme kommst. Schau nach vorne. Das hilft dir damit, den Rücken lang zu lassen und dein Herz zum vorderen Mattenrand zu ziehen. Dann löse wieder die Haltung und fließe in ein vereinfachtes Vasisthasana. Linkes Bein nach vorne, rechtes Bein zurück, Schultern übereinander. Ausatmen, beug dein Knie und heb dein rechtes Bein nach oben. Einatmen, gestrecktes Bein zu Boden. Ausatmen, ziehe es nach oben und zurück zur Mitte. Wir wiederholen dies wieder 9 Mal. Vergewissere dich, dass dein linker Fuß fest geerdet und der Oberarmknochen ins Schultergelenk zurückgezogen ist. Löse die Haltung und komm zurück in die Planke. Abschauender Hund. Einatmen, das rechte Bein zieht nach hinten, beug das Knie, zieh es zu deiner Mitte und dann bring dein Bein auf die linke Seite. Ausatmen, IT-Band Stretch Chaturanga. Einatmen, streck das Bein wieder zurück. Dein Bein formt den Stachel eines Skorpions im abscheuenden Hund. Rolle nach vorne in die Planke und langsam auf 1, 2, 3. Komm nach unten in Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, abschauender Hund.
Lass dich von deinem Atem führen. Einatmen, surfe die Welle nach vorne in den aufschauenden Hund. Ausatmen, drück dich zurück in den abschauenden Hund. Einatmen, roll nach vorne, aufschauender Hund. Ausatmen, abschauender Hund. Mach weiter, behalte deinen Nabel fest zur Wirbelsäule gezogen, deine Schultern weg von den Ohren. Komm zurück in den abschauenden Hund. Neutrale Haltung, klarer Geist, entspannter Körper, Ruhe in deiner Mitte. Einatmen, zieh dein rechtes Knie nach vorne. Ausatmen, bring es auf die Matte und komm auf beide Knie. Um nachzumessen, leg beide Fäuste nebeneinander, dann roll Wirbel für Wirbel nach oben. Erde auch hier wieder dein Kreuzbein mit deinen Händen tiefer in den Körper. Deine Ellbogen ziehen nach hinten zur Mittellinie. Schultern zurück und weit. Hüften leicht vorwärts, das Herz angehoben. Benutze hier wieder deinen Atem, um die Haltung zu vertiefen. Einatmen, dein gestreckter rechter Arm zieht weit zur Seite, streicht über den Horizont nach links und zieht in einer weiten Kreisbewegung über den Kopf, bevor deine Hand zurück zum Kreuzbein kommt. Ausatmen, beug den linken Ellbogen und zieh ihn hoch zu deinem linken Ohr. Lass die Hand über deinen Kopf kreisen und benutze diese fließende Bewegung, um wieder nach oben zu kommen. Einatmen, gestreckter linker Arm zieht weit zur Seite, über den Kopf und nach hinten, um die Rückwärtsbeuge zu vertiefen. Ausatmen, gebeugter rechter Ellbogen zum rechten Ohr und dann ziehe deinen Arm über deinen Kopf, um nach oben zu kommen und die Haltung zu lösen. Erde dich, heb das Herz und vertiefe. Noch eine Runde. Einatmen, der linke Arm führt dich in die Haltung. Ausatmen, komm nach oben und löse. Bring die Hände in Anjali Mudra, setz dich auf die Fersen und entspanne hier kurz. Dann langsam fließ in die Kindshaltung, lass dir Zeit. Unser Bindegewebe braucht Zeit, um sich an die Gegenbewegung zu gewöhnen. Lange, tiefe Atemzüge, dein Gesäß auf den Fersen, Schultern, Nacken und Kiefer entspannt. Komm dann nach oben, kreuz deine Unterschenkel und komm in eine Variation von Marichyasana D. Tu dein Bestes, um hier wirklich aufrecht zu sitzen. Erde beide Sitzbeinhöcker gleichmäßig. Bring deinen rechten Arm nach hinten und ziehe deinen linken Arm nach oben zum Himmel. Dreh dich nach rechts, linker Arm zur Außenseite deines rechten Knies. Lass den Rücken gestreckt, die Schultern entspannt. Viel Raum für dein Herz. Wenn du willst, bring Daumen und Zeigefinger deiner linken Hand in Gyan Mudra. Atme tief, entspanne deine Schultern. Mit einer Ausatmung löse die Haltung und dreh dich wieder nach vorne. Sitze hier wieder aufrecht, beide Hände an deinen Unterschenkeln und entspanne deinen Nacken, indem du sanft deinen Kopf kreisen lässt. Das soll sich gut anfühlen. Konzentriere dich darauf, dass dein unterer Rücken lang bleibt, dann umfasse deinen rechten Fuß mit beiden Händen, der rechte Unterschenkel kommt parallel zum Boden und zieh dein rechtes Knie nach hinten zu deiner Achsel, währenddessen du die ganze Zeit deinen unteren Rücken lang lässt und das Herz hochhebst. Vertiefe den Stretch, indem du dein Bein streckst, aber lass deinen unteren Rücken ganz ruhig und vergewissere dich, dass er gerade ist. Entspanne deine Schultern und zieh deinen rechten Oberschenkelknochen tief ins Hüftgelenk. Entspann deinen Nacken. Dann löse die Haltung und roll langsam Wirbel für Wirbel auf deinen Rücken.
eine Hand auf deinen Nabel, die andere Hand auf dein Herz. Atme tief. Dann strecke beide Arme weit zur Seite. Wie am Anfang, beug die Beine und lass die Knie abwechselnd nach rechts und links fließen. Tu dein Bestes, um beide Schultern am Boden zu lassen und die Bewegung aus deiner Mitte entstehen zu lassen, indem du die unteren Bauchmuskeln benutzt. Um eine Stufe zu vertiefen, strecke dein oberes Bein, während du dich auf einer Seite drehst. Und dann beug wieder beide Knie, bevor du wieder nach oben und zur Mitte zurückkehrst. Einatmen hier, ausatmen, komm nach unten, andere Seite, streck das obere Bein. Einatmen, beug die Beine, ausatmen, komm hoch zur Mitte. Fließ in diesem Rhythmus von Seite zu Seite. Das ist das zweite Grama von Chattarabhariwatanasana, das uns wunderbar auf die Peak Pose unseres gemeinsamen Sadhanas vorbereitet. Fließe in Harmonie mit deinem Atem und führe die Bewegung aus deinem Zentrum aus. Dann zieh beide Knie zur Brust und entspanne deinen unteren Rücken. Setz dich wieder auf, beide Knie bleiben gebeugt, die Knie direkt über deinen Hüften. Sit-ups. Deine Hände berühren deine Knöchel oder Unterschenkel. Schulterblätter weg vom Boden. Einatmen, du fließt nach unten. Ausatmen, du kommst hoch. Dann streck beide Beine gerade zum Himmel, dein Nabel zieht fest zur Wirbelsäule und dann streck beide Beine im 60-Grad-Winkel weg von deinem Zentrum. Wenn das für dich schon schwer genug war, bleib bei den vorgezeigten Sit-Ups. Aber wenn deine Mitte schon stark genug ist, dann kehre zurück zu gestreckten Beinen und ausatmen. Komm nach oben, Navasana. Roll zurück nach unten, einatmen. Arme kommen über den Kopf. Ausatmen, von deinem Zentrum, drück deine Füße weg von dir. Ausatmen, roll zurück mit Kontrolle. Noch einmal, einatmen, wenn du oben bist und ausatmen, löse die Haltung, beug die Knie und massiere deinen unteren Rücken. Beide Beine nach oben, Arme hinter deinen Kopf, beide Ellbogen weit. Ausatmen, linkes Bein fällt, linker Arm kommt zur Außenseite deines rechten Oberschenkels. Einatmen, Mitte, ausatmen, andere Seite. Aktive Füße, Leben in deinen Beinen. Einatmen, Mitte, ausatmen, linker Arm kommt nach rechts. Einatmen, Mitte, ausatmen, wechsel die Seite. Einatmen, Mitte. Und jetzt schneller. Twist, twist. Aber achte auf eine korrekte Ausrichtung. Wechseln, 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 wechseln. Und löse die Haltung. Massiere hier wieder deinen unteren Rücken. Dann bring beide Beine in Tabletop, die Unterschenkel parallel zum Boden. Kehre zurück zu den Sit-Ups. Du kannst hier bleiben oder wieder beide Beine strecken und nach oben in den Teaser kommen. Ausatmen, komm nach unten und fließ hier so wie vorher. Heb immer dein Herz und lass die Schultern fallen, wenn du oben bist. Noch einmal, komm nach oben und dann öffne die Haltung nach rechts, schau zurück, einatmen, ausatmen, komm zurück zur Mitte, einatmen, öffne nach links,
Ausatmen, komm zurück zur Mitte und löse. Kreuz deine Unterschenkel, zieh die Knie zur Brust und entspann hier für einen Moment. Dann komm zurück nach oben und drück dich in den abschauenden Hund. Erde deine Hände und Füße gleichmäßig und pulsiere sanft mit deiner Atmung. Drück den Reset-Knopf und finde dein neutrales Zentrum. Einatmen, Nabel zur Wirbelsäule, lass die Welle nach vorne laufen. Aufschauender Hund, ausatmen, abschauender Hund. Einatmen, die Welle läuft über deine Wirbelsäule, aufschauender Hund. Sie fließt zurück, abschauender Hund. Benutze deine Atmung, um diese Bewegung fließend zu machen und konzentriere dich auf deinen Nabel und die geschlossenen vorderen Rippenbögen, um deinen unteren Rücken zu schützen. Bleib im abschauenden Hund. Lange, tiefe Atemzüge, um dein zentrales Nervensystem zu beruhigen. Mit dem Ende der Ausatmung beug deine Knie und mit Leichtigkeit steig oder spring nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, flieg nach oben. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen, zieh dein rechtes Knie nach oben und dann bring dein Bein zurück. Ausatmen, die rechte Hand greift zum rechten Fußgelenk. Zieh das Knie zurück nach unten zur Mittellinie. Ausatmen, drück den Fuß in deine Hand und komm in eine Variation von Natarajasana. Ausatmen, löse. Einatmen, Knie hoch zu deiner Brust. Ausatmen, fließe zurück. Einatmen, rechtes Knie kommt hoch und nach vorne. Hände in Anjali Mudra. Ausatmen, tauch nach vorne in den Tänzer. Um zu vertiefen, drück den Fuß in deine Hand. Bleib ruhig. Berühre dein Herz und löse die Haltung. Einatmen, das rechte Knie zieht noch einmal nach oben und ausatmen, löse und bringe den Fuß zu Boden. Einatmen, die Arme kommen hoch, ausatmen, verteile die Energie um den Körper und fließ nach unten. Einatmen, Adha Uttanasana, das rechte Bein steigt zurück, pulsiere hier in Ajnanasana und strecke dein hinteres Bein komplett. Dann bring beide Hände an die Innenseite deines vorderen Fußes, finde die Länge in der Wirbelsäule. Und komm wieder nach unten auf deine Unterarme. Dann drück dich wieder hoch und steig zurück in den abschauenden Hund. In einer Welle komm nach vorn in die Planke und dann in Vasisthasana, schau nach rechts. Ausatmen, heb das linke Bein vom Boden. Einatmen, bring es wieder nach unten und zieh den Körper in die Länge, Hüften hoch. Ausatmen, heb das Bein und in diesem Rhythmus fließe hier wieder 9 Mal mit dieser Bewegung. Behalte deine Schultern geerdet und auch deinen rechten Fuß in festem Bodenkontakt. Führe die Bewegung von deinen unteren Bauchmuskeln aus und nutze die Kraft deiner Atmung, um die Bewegung durchzuführen. Das sieht viel leichter aus, als es tatsächlich ist. Dann löse wieder die Haltung und komm zurück in den abschauenden Hund. Einatmen, strecke das linke Bein nach hinten. Ausatmen, zieh das Bein nach vorne und strecke es auf die rechte Seite. Einatmen, ausatmen, komm nach unten. Altibein Stretch Chaturanga. Einatmen, Bein in Form eines Skorpionstachels im abschauenden Hund. Die Welle läuft nach vorne. Planke, ausatmen, langsam und mit Kontrolle. Chaturanga auf 3 Zielzeiten. Einatmen, schöpf die Energie nach oben. Ausatmen, lass sie von dir abfließen, abschauender Hund.
Finde die neutrale Haltung, entspanne. Dann atme ein, beug dein linkes Bein und ausatmen, bring das Knie mit Kontrolle zu Boden und komm auf die Knie. Beine sind wieder hüftbreit voneinander entfernt. Lass das Steißbein fallen und roll Wirbel für Wirbel nach oben. Erde dein Kreuzbein, Ellbogen ziehen zueinander, Becken leicht nach vorne, Herz angehoben. Benutze die Atmung, um die Haltung zu vertiefen. Einatmen, der rechte Arm kommt gestreckt nach außen, zieh nach vorne über den Horizont zur anderen Seite und dann über den Kopf, um die Rückwärtsbeuge zu vertiefen. Reset in der Mitte, vertiefe, ausatmen, beuge den linken Ellbogen und zieh ihn hoch zum linken Ohr. Benutze die Bewegung deines Armes, der über den Kopf zieht, um dich nach oben und aus der Haltung hinauszuheben. Einatmen, dieses Mal beginne mit dem linken Arm, der dich in dieses fließende Ustrasana hineinführt. Vertiefe in der Mitte und mit der nächsten Ausatmung rechter Ellbogen zum rechten Ohr. Der Arm zieht über den Kopf und über den Horizont. Heb das Herz und vertiefe die Rückwärtsbeuge. Noch eine Runde. Der rechte Arm führt dich in der Bewegung. Erde dein Steißbein und hebe das Herz hoch. Ausatmen. Der linke Ellbogen kreist über den Kopf und bringt dich wieder nach oben. Löse die Haltung, setz dich zurück, beide Hände in Anjali Mudra. Nimm dir Zeit, um dich langsam nach hinten in die Kindshaltung zu begeben. Finde die Länge in der Wirbelsäule und genieße die tiefe Entspannung. Dann kreuz wieder die Unterschenkel, roll nach vorne und komm in die Variation von Marichyasana D. Der rechte Fuß an deiner linken Hüfte, linker Fuß flach am Boden vor deinem rechten Unterschenkel. Setz dich wieder so gerade auf als möglich. Dann bring den linken Arm hinter deinen Körper, einatmen, rechter Arm kommt nach oben. Zieh deinen gesamten Oberkörper aus dem Becken heraus. Ausatmen, rechter Oberarm zur Außenseite des linken Knies. Setz dich gerade hin, heb das Herz und dreh dich nach links. Gyan Mudra mit deiner linken Hand. Langsame, tiefe Atmung. Lass die Schultern fallen und entspanne deinen Nacken. Löse die Haltung mit einer Ausatmung. Zieh die Wirbelsäule in die Länge, Schultern fallen nach unten und genieß die Länge in deinem unteren Rücken. Dann, ohne einzusinken, nimm den linken Fuß mit beiden Händen, der Unterschenkel kommt parallel zum Boden und das Knie zieht zurück zu deiner linken Schulter. Um zu vertiefen, streck das linke Bein, ohne dass dein unterer Rücken kollabiert. Zieh den linken Oberschenkelknochen zurück in die Gelenkspfanne. Löse die Haltung mit einer Ausatmung. Dann roll zurück auf deinen Rücken. Integriere eine Hand am Herz, die andere auf deinem Nabel. Von deinem Zentrum streck beide Arme weit zur Seite, Nabel zur Wirbelsäule und zieh ein Knie nach dem anderen nach oben in die Tabletop-Haltung. Einatmen in der Mitte, ausatmen, Knie fallen nach rechts. Einatmen, komm nach oben, ausatmen, Knie nach links. Ausatmen, nächste Runde, wir gehen ein bisschen weiter. Streck das obere Bein, wenn du zur Seite kommst. Einatmen, beide Beine beugen und zurück zur Mitte. Ausatmen, fließ nach links und streck das rechte Bein. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, streck beide Beine weit zur Seite, wenn du nach unten auf die Seite kommst. Ausatmen, streck beide Beine nach links. Beide Beine schweben über dem Boden. Konzentriere dich die ganze Zeit auf deinen unteren Bauch, wenn du hier von Seite zu Seite fließt.
Sei ehrlich mit dir selbst und arbeite nur auf dem Level von Chattara Parivartanasana, das du auch wirklich bewusst kontrollieren kannst. Dein flüssiger Atem und deine bewusste Aufmerksamkeit sind dein persönlicher Indikator, wozu du sicher fähig bist. Dann kehre zurück zur Mitte, beuge beide Knie und entspanne den unteren Rücken. Dann bring wieder beide Beine gestreckt nach oben zum Himmel und die Arme weit zur Seite und dann hinter deinen Kopf. Ausatmen, linkes Bein fällt nach unten, linker Arm zieht nach rechts. Einatmen, Mitte, ausatmen, wechsle die Seite. Konzentrier dich darauf, die Ellbogen weit zur Seite gezogen zu lassen, während du hier fließt und deine Beine wie eine Schere von oben nach unten bewegst. Beide Innenschenkel sind immer zu Boden gedreht. Behalte beide Füße aktiv, indem du versuchst, beide Füße von dir wegzudrücken, sodass die Energie aus deinem Zentrum durch deinen ganzen unteren Körper fließen kann. Dann löse die Haltung in der Mitte, Knie zur Brust, beweg dich hier leicht von rechts nach links. Entspanne für ein paar Atemzüge mit einer Hand am Herz, mit der anderen Hand am Nabel. Entspanne deinen Nacken und dein Kiefer. Einatmen, beide Beine wieder in Tabletop. Dann streck deine Beine im 45-Grad-Winkel. Ausatmen, komm in Navasana. Einatmen in der Mitte. Ausatmen, fließ nach unten. Einatmen, sammle die Energien ein. Ausatmen, fließ nach oben, Herz angehoben. Einatmen und ausatmen, komm nach unten. Einatmen, ausatmen, komm von deiner Mitte wieder nach oben. Bleib konzentriert, bleib stark und entspannt. Dann komm noch einmal hoch. Einatmen, öffne dich nach rechts. Ausatmen, Mitte. Einatmen, dreh dich nach links. Ausatmen, Mitte. Und dann fließ wieder nach unten, beug die Knie, löse die Haltung und massiere deinen unteren Rücken. Hände in Kontakt mit Herz und Nabel. Dann komm wieder nach oben auf Hände und Knie und fließ zurück in die Kindshaltung. Ausatmen, drück dich nach hinten, abscheuender Hund. Pulsiere hier mit deiner Atmung. Einatmen, komm nach vorne, aufschauender Hund. Ausatmen, von der Mitte, abschauender Hund. Einatmen, surf die Welle nach vorne in den aufschauenden Hund. Ausatmen, von deiner Mitte, rolle nach hinten, abschauender Hund. Einatmen, heb dich hoch, zieh dich nach vorne. Ausatmen, löse und drück dich nach hinten. Halte die Schultern die ganze Zeit stabil und beweg dich von deiner Mitte. Entspanne deinen Nacken, wenn du nach vorne in den aufschauenden Hund fließt. Bleib im abschauenden Hund. Lange, tiefe Atemzüge. Ende der Ausatmung, beug deine Knie und komm nach vor zu deinen Händen. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, flieg hoch, ausatmen, Samastiti. Einatmen, heb das linke Bein, dein Knie gebeugt.
Ausatmen, zieh es nach hinten. Die linke Hand greift zum linken Fuß, das Knie ist zu Boden gedreht. Einatmen, streck den rechten Arm nach oben. Ausatmen, vertiefe. Einatmen, fließ wieder hoch, zieh dein Knie nach oben. Behalte dein Drishti und ausatmen, fließe zurück in die Variation des Tänzers. Nabel zur Wirbelsäule. Wenn dein Knöchel hier zu wackeln beginnt, bleib ruhig und in deiner Mitte. Einatmen, komm wieder hoch, das Knie ist gebeugt und ausatmen, löst die Haltung und bleib ganz ruhig. Einatmen, Arme kommen hoch, ausatmen, fließ nach unten. Einatmen, heb dich halb raus, ausatmen, spring direkt in Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund, ausatmen, abschauender Hund. Einatmen, rechtes Bein zieht nach hinten, ausatmen, rechtes Knie zur Rückseite des linken Arms. Einatmen, streck dich nach hinten, verbinde den Nabel mit den Zehenspitzen. Ausatmen, twist. Einatmen, streck dich nach hinten, finde die Länge in der Wirbelsäule. Ausatmen, twist. Einatmen, fließ nach hinten. Ausatmen, zieh das Bein nach vorne durch, Fersen auf einer langen Linie. Rechte Hüfte zur Mittellinie. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, beide Arme nach vorne. Ausatmen, die Arme fließen nach hinten. Einatmen, heb das Herz hoch. Ausatmen, komm nach unten in den Wasserfallkrieger. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, lass dein Herz dich führen. Fließ nach unten. Mein letztes Mal, komm nach unten. Zieh dein Herz nach vorne und öffne deine Schultern, ohne die lange Linie zwischen deinem Schambein und deinem Herzen zu verlieren. Dann öffne beide Arme und setze die Hände zur Innenseite deines rechten Fußes. Streck die Wirbelsäule, dein Herz will zum vorderen Ende der Matte. Optional vertiefe, indem du wieder auf die Unterarme kommst. Bleib hier oder wenn du kannst, arbeite deine rechte Schulter unter dein rechtes Knie und zieh die rechte Hüfte zurück. Atme und entspann deinen Nacken. Dann löst die Haltung und komm zurück in den abschauenden Hund. Vinyasa, Planke, ausatmen Chaturanga, einatmen aufschauender Hund, ausatmen abschauender Hund. Lange, tiefe Atemzüge. Zieh dein rechtes Knie in die Mitte und bring es zu Boden. Linkes Knie ebenfalls. Einatmen, roll wieder hoch, Wirbel für Wirbel. Erde dein Steißbein und hebe dein Herz hoch. Dann tauch nach hinten. Du kannst hier bleiben oder wieder in die fließende Variation des Kamels, die wir vorher schon geübt haben, kommen. Oder fließe tiefer und komm in die volle Haltung des Kamels. Lasse deinen Kopf entspannt nach hinten fallen, wenn du keine Nackenprobleme hast. Ansonsten schau nach oben und halte den Kopf in einer natürlichen Verlängerung deiner Wirbelsäule. Um die Haltung zu lösen, bring eine Hand zu deinem Herzen, dann die andere Hand. Komm nach oben und mit der Ausatmung löse und setz dich zurück in die Kindshaltung. Dann roll wieder zurück auf deinen Rücken, integriere die Arbeit mit einer Hand auf deinem Bauch, die andere Hand auf deinem Herzen. Dann strecke beide Arme auf Höhe deiner Schultern weit zur Seite. Du kannst wieder bei den vorhergehenden Levels bleiben. Einatmen in der Mitte und ausatmen, beide Beine gestreckt zur Seite. Bleib hier bei dieser Bewegung oder einem vorhergehenden Level, solange bis dein Nabelzentrum und deine Bauchmuskeln stark genug sind und es dir ermöglichen, elegant über deine Arme zu schweben.
Für das letzte Level von Chaturbhari Vatanasana bring beide Beine in der Mitte gestreckt nach oben zum Himmel, heb deine Hüften hoch und bewege sie leicht nach links. Lass beide gestreckten Beine kontrolliert nach rechts unten kommen. Einatmen hier, ausatmen, komm zurück zur Mitte. Einatmen, heb die Hüften und dreh sie leicht nach rechts. Die gestreckten Beine kommen kontrolliert nach links unten. Einatmen hier, ausatmen, fließ hoch zurück zur Mitte. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber bleib fokussiert und wähle das Level dieser Position, das du sicher und kontrolliert ausüben kannst, bis du genug Stärke erarbeitet hast, um fließend den letzten Schwierigkeitsgrad dieser Haltung auszuführen. Bring beide Knie gebeugt zu deiner Brust und entspanne den unteren Rücken. Kehre zurück zu Tabletop, die gebeugten Knie über deine Hüften und dann streck beide Beine, die Arme kommen über den Kopf. Einatmen und ausatmen, komm nach oben. Einatmen, wenn du oben bist und ausatmen, Arme und Beine kommen gestreckt gleichzeitig nach unten. Aber erlaub deinen Beinen nicht, dass sie den Boden berühren. Lass sie über dem Boden schweben, dein unterer Rücken ist im festen Bodenkontakt. Ausatmen, komm wieder nach oben in das Boot. Navasana, einatmen hier oben, ausatmen, fließ nach unten. Das nächste Mal, wenn du nach oben kommst, füge einen Twist hinzu. Rechte Hand in Giya Mudra, einatmen hier, ausatmen zurück zur Mitte. Einatmen, fließ nach links, ausatmen zurück zur Mitte. Einatmen hier, ausatmen. Löse die Haltung und zieh deine Knie zur Brust. Massiere deinen unteren Rücken und das Kreuzbein. Komm wieder hoch zum Sitzen. Kreuz die Füße vor dir, die Hände auf der Seite deiner Hüften. Einatmen, heb beide Beine vom Zentrum und fließ nach hinten. Ausatmen, wechsle die Beinhaltung. Komm zurück zur Boothaltung mit gekreuzten Füßen. Verschränk die Finger hinter deinem Rücken. Leg beide Beine mit Kontrolle vor dem Körper ab. Zieh deine Arme nach vorne. Fließ wieder zurück, wechsle die Beinhaltung. Einatmen, ausatmen, setz dich wieder auf. Einatmen, heb das Herz hoch, verschränk die Finger hinter deinem Rücken. Ausatmen, lass deine Beine nach unten sinken. Deine Arme ziehen nach vorne, fließ nach hinten. Einatmen, wechsle die Beinhaltung. Ausatmen, komm wieder hoch, streck die Arme. Einatmen, finde die Länge und vertiefe. Ausatmen, fließ nach vorne und streck die Arme. Ein letztes Mal. Einatmen, sitz gerade. Ausatmen, fließ nach hinten und wechsle die Beinhaltung. Einatmen, komm wieder hoch und halte hier. Finde die Länge. Ausatmen, die Beine kommen nach unten, die Arme ziehen weit. Dann löse deine Beine und beug dich nach vorne. Paschimottanasana. Jede Einatmung fließt tief in dein Becken hinein und weitet deine Sitzbeinhöcker nach außen. Ausatmen, lass zu, dass dein Kreuzbein nach vorne kippt, sodass deine Wirbelsäule in die Länge gedehnt werden kann. Langsame, tiefe Atmung. Lass deine Fußsohlen locker und dein Nacken und dein oberer Rücken sind ebenfalls ganz entspannt. Einatmen, heb dich halb raus, viel Raum für dein Herz. Ausatmen, löse. Beug dein linkes Knie und stell den rechten Fuß vor dein linkes Schienbein am Boden ab. Erde beide Sitzbeinhöcker und entspanne deinen Nacken. Nimm deinen rechten Vorderfuß mit beiden Händen, zieh den Oberschenkelknochen zurück in die Gelenkspfanne und bring deinen rechten Unterschenkel parallel zum Boden. Wenn möglich, vertiefe die Hüftöffnung. Dein rechtes Knie ruht in der Beuge des rechten Ellbogens. Dein linker Fuß ruht in der Beuge deines linken Ellbogens. Flex den rechten Fuß, um dein Knie zu schützen. Du kannst deine Finger hier verschränken und deinen Unterschenkel sanft von rechts nach links wiegen. Bleib hier, wenn das für dich heute reicht. Andernfalls lass uns weitergehen. Zieh deine rechte Hüfte zurück und arbeite dein rechtes Knie über die rechte Schulter. Heb dich hoch von deiner Mitte in Ekapada Bhujasana, Elefantenrüsselhaltung.
Setz dein Becken wieder sanft zu Boden ab und löse die Haltung. Lass dich für ein paar Atemzüge kurz nach vorne fallen. Komm nochmal hoch und lege das rechte Knie nochmal über die rechte Schulter. Deine Hände haben festen Bodenkontakt. Kreuze deinen linken Fuß über deinen rechten. Heb dich hoch und streck die Beine. Beug die Ellenbogen und fließ nach unten mit deinen Armen in Chaturanga. Komm in Ashtavasana. Bring deine Hüften wieder kontrolliert zu Boden. Löse die Haltung. Entspanne und beug dich nach vorne. Ruhige Atmung. Komm wieder hoch und fließ zurück in die Kindshaltung. Komm auf Hände und Knie und drück dich nach hinten in den abschauenden Mund. Mit Ende der Ausatmung komm nach vorne, einatmen, heb dich halb raus, ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge, einatmen, flieg nach oben, ausatmen, Samasthiti, fahre fort in einer fließenden Bewegung, einatmen, Arme kommen hoch, ausatmen, tauch nach unten, einatmen, heb dich halb raus, ausatmen, spring direkt in Chaturanga, einatmen, aufschauender Hund, ausatmen, abschauender Hund. Reset. Entspanne und komm in deine Mitte. Einatmen, linkes Bein nach hinten. Ausatmen. Parivritta Chorpuls. Linkes Knie hoch zur Rückseite des rechten Oberarms. Einatmen, linkes Bein nach hinten strecken. Ausatmen, Twist. Von deiner Mitte streck das Bein noch einmal zurück und zieh alles in dein Nabelzentrum und bring das Bein nach vorne. Die rechte Ferse fällt nach innen, beide Ferse auf einer langen Linie, linke Hüfte zur Mittellinie. Einatmen, von deiner Mitte rolle hoch, entspann die Schultern, zieh die Hände nach unten zu deinem Herzen. Verschränke die Finger hinter dem Rücken und hebe dein Herz hoch. Fließ nach unten in Chalabhata-Vira, den Wasserfallkrieger. Einatmen, komm wieder hoch. Außenkante des hinteren Fußes fest geerdet. Und ausatmen, fließ nach unten. Viel Platz zwischen deinem Schambein und deinem Brustbein. Öffne deine Schultern, indem du deine Arme hoch zum Himmel ziehst, ohne die lange Linie, die du auf der Unterseite deines Oberkörpers geschaffen hast, zu verlieren. Löse deine Arme und bringe sie an die Innenseite deines linken Fußes. Öffne die innere Hüfte. Wenn du kannst, vertiefe, indem du auf deine Unterarme kommst oder sie auf einen Block legst. Zieh dein Herz zum vorderen Mattenrand und roll deine Schultern zurück und verbinde sie mit deinen Hüften. Um dich für Ashtavasana vorzubereiten, bring deine linke Schulter unter dein linkes Knie und atme. Dann löse die Haltung und steig zurück in den abschauenden Hund. Surf die Welle nach vorne in die Planke, Vinyasa. Abschauender Hund. Finde hier wieder deine Mitte und die Balance. Lange, tiefe Atemzüge. Komm wieder in das Rhythmic Vinyasa zwischen dem aufschauenden und dem abschauenden Hund. Führe die Bewegung von deinem Zentrum, deinem Nabel aus und lass dich von den Wellen, die über deine Wirbelsäule laufen, führen. Sei vorsichtig mit deinem Nacken und beweg dich bewusst und kontrolliert. Mach das so dynamisch wie möglich. Einatmen, heb das Herz, ausatmen, langer Rücken.
Dann drück wieder den Reset-Button im abscheuenden Hund und bleib hier für ein paar Atemzüge. Einatmen, streck dein linkes Bein nach hinten, ausatmen, zieh es zurück zur Mitte, bring das Knie zu Boden, dann das andere Knie, beide Beine hüftbreit, roll Wirbel für Wirbel nach oben und bereite dich auf Ustrasana vor. Die Innenschenkel rollen nach hinten, beide Hände erden dein Kreuzbein tief in den Körper und die Ellbogen ziehen zueinander zur Mittellinie, während dein Herz nach oben zum Himmel zieht. Bleib hier oder geh wieder in die fließende Übungsfolge des Kamels, so wie wir es vorher gemacht haben. Wenn du kannst, geh noch einen Schritt weiter und komm in den ganzen Ausdruck dieser Haltung. Lange, tiefe Atemzüge. Löse die Position, eine Hand kommt zu deinem Herzen, dann die andere Hand und komm wieder nach oben und aus der Haltung heraus. Langsam und vorsichtig, setz dich zurück in die Kindshaltung. Komm halb hoch, kreuz deine Unterschenkel, komm zum Sitzen mit den Beinen vor dir und roll Wirbel für Wirbel nach hinten auf den Rücken. Eine Hand am Herzen, die andere Hand am Nabel. Verharre in Stille für ein paar Atemzüge. Streck deine Arme weit zur Seite für die letzte Runde von Chaturbhuji Vatanasana. Einatmen, streck beide Beine vom Unterbauch, heb die Hüften und dreh dein Becken leicht nach links. Ausatmen, lass beide Beine kontrolliert nach rechts sinken. Schwebe hier kurz über dem Boden, atme ein, atme aus, komm mit gestreckten Beinen wieder hoch zur Mitte. Einatmen, heb die Hüften und dreh sie leicht nach rechts. Ausatmen, beide gestreckten Beine leicht nach links, zurück und hoch zur Mitte. Einatmen, Hüften kommen hoch, dreh sie nach links. Ausatmen, schweb mit Kontrolle nach unten, Beine gestreckt. Einatmen hier, ausatmen, komm zurück nach oben zur Mitte. Einatmen, dreh die Hüften nach rechts. Ausatmen, fließ nach unten zur linken Seite. Beide Beine schweben, tief einatmen, komm wieder hoch. Und dann fließ noch einmal kontrolliert von Seite zu Seite. Führe die Bewegung von deiner Mitte aus. Entspanne deinen Nacken und aktiviere bewusst deine unteren Bauchmuskeln, bevor du die Beine gestreckt zur Mitte bringst. Es ist nicht leicht, aber mit der Zeit und mit Übung werden deine Muskeln stärker werden. Löse die Haltung in der Mitte, beuge beide Beine, zieh die Knie zur Brust und entspanne den unteren Rücken. Nimm ein paar lange, tiefe Atemzüge. Von deinem Nabel streck beide Beine, gestreckte Arme kommen über den Kopf, ausatmen, komm hoch zum Teaser, löse die Haltung und fließ wieder nach unten. So wie vorher, fließ hier mit deinem Atem, benutze deine Bauchmuskeln, deine Beine umarmen die Mittellinie. Immer wenn du oben bist, atmest du ein, ausatmen, du fließt nach unten, letztes Mal, komm nach oben. Einatmen, öffne zur rechten Seite, die rechte Hand ist in Gyan Mudra. Ausatmen, komm zurück zur Mitte. Einatmen, twist nach links. Ausatmen, komm zurück zur Mitte. Löse die Haltung und entspanne. Komm wieder auf deinen Rücken, eine Hand aufs Herz, die andere auf deinen Bauch. Entspanne, lange, tiefe Atemzüge. Kreuze deine Unterschenkel, massiere deinen unteren Rücken und roll nach vorne und zurück. Komm wieder hoch zum Sitzen. Rechtes Bein in Adha Sukhasana, linker Fuß vor deinem rechten Unterschenkel. Setz dich hier wieder so gerade auf als möglich, beide Sitzbeinhöcker geerdet. Heb dein Herz hoch
und entspanne deine Schultern. Unterer Rücken ist lang. Bleib hier oder, um zu vertiefen, greif mit beiden Händen den linken Vorderfuß und zieh aktiv dein linkes Knie zu deiner linken Achsel. Achte darauf, dass dein Herz gehoben bleibt und dein unterer Rücken lang ist. Um noch tiefer zu gehen, umarme wieder dein linkes Bein mit beiden Händen, dein linker Fuß in deiner rechten Ellbogenbeuge, das linke Knie in der linken Ellbogenbeuge, unterer Rücken ist lang und deine Schultern sind ganz entspannt. Das ist ein hervorragender Hüftöffner für die großen äußeren Gesäßmuskeln. Bleib hier, wenn du fühlst, dass das für dich heute schon genug ist. Wenn du weißt, dass du weitergehen kannst und dich dafür bereit fühlst, dann bringe dein linkes Knie zurück und lege es über deine linke Schulter, strecke dein rechtes Bein und komm in Ekapada Bhujasana, die Haltung des Elefantenrüssels. Dann setz deine Hüften sanft und kontrolliert ab, entspann dich kurz, lass los und atme. Komm wieder hoch, mach dich bereit für Ashtavakrasana. Bring dein linkes Knie über deine linke Schulter, drück beide Hände fest in den Boden und kreuz dein rechtes Bein über das linke. Heb dich hoch, streck die Beine und drück die Innenschenkel fest gegeneinander. Beuge die Ellbogen und komm nach vorne und unten, beide Arme in der gleichen Form wie in Chaturanga. Atme ruhig. Bring die Hüften wieder kontrolliert zu Boden und löse die Haltung. Du hast es geschafft. Genieße diesen Moment der Entspannung. Du kannst wieder sanft in Harmonie mit deiner Atmung pulsieren. Lass dich von deinem Körper führen. Komm wieder hoch und bereite dich noch einmal für Paschimottanasana vor. Beug dich nach vorne und beruhige deine Nerven mit langen, tiefen Atemzügen. Entspanne deinen Nacken und deinen oberen Rücken. Die Schultern sind ebenfalls ganz entspannt. Zieh beide Füße gleichmäßig nach hinten, sodass du alle Beinmuskeln gleichmäßig aktivierst. Mit der Einatmung komm wieder halb hoch, weite deine Schlüsselbeine, ausatmen, löse die Haltung. Komm auf deiner Matte nach vorne und roll ein letztes Mal nach unten. Beide Füße sind hüftweit voneinander entfernt und nahe an deinem Gesäß platziert. Versichere dich, dass die Außenkante deiner Füße parallel zur Außenkante deiner Matte ist, sodass dein Kreuzbein viel Platz hat und sich frei bewegen kann. Bereite dich auf die Brücke vor, indem du ein paar Mal fließend von oben nach unten rollst und dann wieder dein Herz mit deinem Nabel verbindest. Bring beide Hände auf Höhe deiner Ohren, deine Finger zeigen nach hinten zu deinen Schultern. Zieh beide Ellbogen nach innen zur Mittellinie, einatmen, streck die Arme und Beine und komm hoch. Stell dir vor, dass du deine Brust durch das Tor deiner Arme ziehen willst und dein Steißbein sich nach vorne zu deinen Knien streckt. Langes, tiefes, ruhiges Atmen. Beug deine Ellbogen, heb die Fersen weg vom Boden und komm vorsichtig wieder nach unten. Kreuz deine Unterschenkel, zieh die Knie zur Brust und entspanne den unteren Rücken. Mach dich bereit für die nächste Runde. Finde die korrekte Ausrichtung.
Einatmen, komm hoch. Als erstes berühre die Krone deines Kopfes den Boden. Streck beide Arme und komm wieder in Urdhva Dhanurasana. Bleib hier, atme bewusst, sei ruhig, lange, tiefe Atemzüge. Komm wieder nach unten und entspann den unteren Rücken. Wir fließen noch einmal nach oben. Erde dich durch deine Hände und Fußsohlen. Bring die Brust nach vorne, lass deinen Kopf los und atme ruhig und gleichmäßig. Komm nach unten und löse kontrolliert die Haltung. Massiere den unteren Rücken. Ein letztes Mal noch Paschimottanasana, um die vielen Rückwärtsbeugen auszubalancieren. Beide Sitzbeinhöcker sind gleichmäßig geerdet. Einatmen, die Arme strecken sich von deiner Taille hoch nach oben zum Himmel, Schultern weg von den Ohren. Dann beug dich nach vorne, beide Seiten deiner Taille gleich lang. Weite deine Schlüsselbeine, während du deine Schultern nach außen und unten ziehst und so viel Raum für dein Herz erschaffst. Lass deinen Nacken die natürliche Verlängerung deiner Wirbelsäule sein. Entspann deinen Nacken, dein Kiefer und deine Schultern. Krone deines Kopfes zieht zu deinen Füßen. Dann atme tief ein und heb dich noch einmal halb raus. Ausatmen, löse die Haltung und fließ zurück auf deinen Rücken. Komm zum Liegen, verbinde dein Herz und deinen Nabel. Lange, tiefe Atemzüge und lasse bewusst die Arbeit der letzten Stunde los. Deine Arme sinken in den Boden und du tauchst tief in die Endentspannung ein. Lass die Energie dich umspülen und nähren. Lass alles los. Jede Aktivität kommt zum Stillstand, während du tiefer in dein Sein eintauchst. Wenn Gedanken hochkommen, lass sie ziehen, ohne sie zu bewerten. Komm zurück zu deinem ruhigen Atemrhythmus. Es steht dir frei, hier so lange, wie du magst, zu bleiben und dich sanft von deinem Atem bewegen zu lassen. Finde den Frieden in dir, finde die Stille und finde dich selbst. Danke für unser gemeinsames Üben. Ich wünsche dir immerwährende Freude auf deinem Weg. Namaste.